Mikrofon habe ich nicht eingeschalten gehabt. Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook und dann zum Nachschauen auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt TV. Jetzt habe ich vor 10 Minuten habe ich so einen kleinen Versuchsballon gestartet, weil ich habe mir gedacht, ich kann nicht das teilen auf mein Facebook-Account und dann kann ich dort die Kommentare mitlesen, weil das wird heute ganz wichtig sein. Onkel Ramirez, der Herr Trindl hat das Problem gemeistert. Jawohl, Onkel Ramirez, es tut mir leid, noch nicht ganz. Ich muss da jetzt nur ein bisschen im Selbstversuch anstarten und bitte euch kurz um Geduld, weil ich muss die heute, das ist ganz wichtig, dass ich die lesen kann, weil wir so ein Brainstorming machen, das hat einer vorgeschlagen, für so weitere Brennraumthemen. Und das finde ich eigentlich eine super Idee, weil hin und wieder kriege ich eh so also eine Mail oder eine Nachricht auf den Messenger, da muss ich mich gleich entschuldigen, weil diesen Messenger, der überfordert mich und da lese ich nicht ganz so. Zeitüberschreitung bei der Anfrage. Okay, da bin ich jetzt einmal drinnen. Es zahlt sich ein bisschen. Aber ich glaube, dort jetzt dieses Facebook Live, das funktioniert recht gut, oder? Da haben wir ein gutes Bild. Der Richard Eigner, Grüße alle miteinander. Röntreiber, Servus Zonko. Peter Leutold, Servus Julius. Julei Schleifer ist auch da herrlich. Der Karl Kletitschka, Servus Zonko. Jawohl, PC Ordner, guten Abend. Jawohl. So, naja, aber das fuchst mir jetzt. Jetzt bin ich weitergekommen. Ja, aber nicht sehr weit. Na gut, das lasse ich jetzt einmal nebenher mitlaufen, bis ich das da fange. Ich kann es nicht genau sagen, ich hoffe es, es wird passieren. Und zwar, das mit diesem Themenbrainstorming, das wäre natürlich nicht schlecht, weil ich meine, letztendlich geht es ja darum, was euch interessiert. Und ich verzettel mich da nicht dauernd, weil mir immer irgendwo was einfällt. Aber einer hat zum Beispiel jetzt, und ich muss mich gleich entschuldigen, ich weiß natürlich jetzt die Namen nicht, aber wenn es mir das zum Beispiel jetzt tut am Facebook, was ich da mitlese, ist ganz leibend, und wenn es dann auf meinen YouTube-Kanal schaut und unten diese Kommentare hinschreibt, die sind natürlich am besten irgendwie dann zum Nachlesen, und da kann ich das dann außerpicken, und ich werde es diesmal sogar so machen, dass ich dann mit den, schau, ich bin ein bisschen weitergekommen, aber nicht sehr weit. Na, Veteran, es ist eine Niederlage! Unfassbar. Geh klein gern. Das ist ein Wahnsinn. Das gibt's nicht. Das muss ich ja teilen können. Das ist ja, egal. Aber auf alle Fälle dann auf meinem YouTube-Kanal, wenn es mal unten diese Kommentare hinschreibt, dann kann ich diese Themen zuordnen. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Thema, was mir einer geschrieben hat, da weiß ich aber leider nicht mehr wer, der hat gesagt, das wäre irrsinnig interessant zu erfahren, wie viel von den Brennräumler jetzt die Mopetten umbauen. Also, keine Ahnung, Auspuff, Hebeln, Lackierung, was auch immer. Wie viele das sein und wie viele diese Mopetten wirklich serienmäßig lassen und welche Nachrüstteile dort besonders hoch im Kurs stehen. Das ist ein super Thema, das könnte man gern einmal machen, aber ja, es ist jetzt so, dass mich echt schon, das ist nichts. Ja, aber vielleicht bockt es das nicht, weil jetzt einfach die Kapazität von dem Internet, wo mit dem Computer gebunden ist, ich weiß es nicht ganz genau. Der Julius Schleifer sagt auf alle Fälle, habe die Ehre, Brennraumgemeinde. Andreas Ruppi, hallo von hier. Ich weiß nicht genau, wo der Ruppi zu Hause ist, aber Marcel Hartmann, Zonko und die Zonko-Faust, jawohl. Kai Hofmann, guten Abend, alle zusammen. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Es tut mir leid, wenn ihr euch da ein bisschen aufhalte. Aber ich würde das so gern checken. Aha, jetzt bin ich einmal bei dem drinnen. Naja. Und jetzt schaue ich einfach diese 1000 PS-Seite. Was ist mit der 1000 PS-Seite? Na, da ist es jetzt. Okay. Da hätte ich das jetzt. Jetzt, boah,
96 Kommentare in der kurzen Zeit und ich habe gelesen, glaube ich, weiß ich nicht, fünfe. Sven Everding, Glück auf aus dem Ruhrpott, Sonko. Ja, wo ist Sven? Ich danke dir sehr. Michael Gantenbein, ist ein Wahnsinn. Gantenbein, hallo aus der Schweiz. Irgendwie mit Max Frisch verwandt. Sein Name war Gant oder sein Name sei Gantenbein. Mörderisches Buch gewesen. Verwandtschaft. Max Frisch. Irgendein Gantenbein gekannt. Wahnsinn. So. Und jetzt schau, jemand hat es schon geschafft mit dem Teilen. Nur ich bin zu deppert. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt versuche ich das einmal. Link kopieren. Auf einer Seite teilen. So. Na gut, dann teile ich es einmal auf der Zonko-Seite. Schreibe etwas. Na, du einfach nur veröffentlichen. So. So. Das habe ich jetzt geschafft. Mittlerweile habe ich 110 Kommentare. Michael Hofstetter, sehr Sonko, gib mir die Faust. Das geht ganz leicht, die Faust kann ich da ganz leicht geben, aber das habe ich leider noch nicht ganz verbockt. Habe dere. Video kann nicht abgespielt werden, okay. So, Freunde, wir haben es gleich. Also ich habe es gleich. So, jetzt bin ich mal drinnen. Der Zonko Facebook-Seite, aber das reißt er mir auch nicht auf. Egal, jetzt warten wir mal ab. Das Einfahren neuer Reifen, ein Hexenwerk? Nein, Jens Weirich, das ist kein Hexenwerk. Das Einzige, was wichtig ist, dass du mit neuen Reifen nicht aus der Werkstatt rausfährst und gleich Stoff gibst, weil das kann da jeder Reifenmonteur, kann da hunderte Geschichten erzählen, dass da irgendwelche Leute mit den brandneuen Reifen dann vielleicht nur der rutschige Werkstattboden gleich einnähten und sofort auf der Pappen liegen. Weil da ist meistens nur so eine Schicht drauf, die ist eh gleich unten, nur auf die ersten Meter ist diese Schicht drauf und wenn dann einnähtest, na das ist blitzartig weg und du liegst, also da haben sie schon echte Dramen abgespielt, weil letztendlich ist natürlich eine Dummheit, dass man sowas macht, aber wenn man es nicht weiß, dass diese Raffen alles, also so ein bisschen eine Schicht drauf haben, na, dann lernt man es auf die unwürdige Tour. Aber wie gesagt, das können da alle erzählen. Und wenn es dann einmal fährt, dann ist es nicht dramatisch. Also wenn du mal die ersten Meter da packt hast, dann locker einrollen und geht schon. So und jetzt, was... Na, ich werd deppert. Ich schaff das nicht. Ich schaff das einfach nicht. Das ärgert mich fast ein bisschen. Also ich meine, naja, Arbeiterer ist eigentlich ist ein... Naja. Egal. Na, dann mache ich es wieder so wie beim letzten Mal. Ich steige bei Fritz Zonko Trindl steige ein und dann gehe ich da jetzt auf 1000 PS. Das suche ich jetzt. Und wenn ich das kriege, dann Servus Zonko, was geht? Stefan Leh, leider nicht wahnsinnig viel. Der Michael Schwarz sagt, Kette oder Kardan? Vielleicht wäre das mal ein Thema. Ja, durchaus. Also ich glaube, da gibt es ganz Zeitüberschreitung bei der Anfrage. Also ich wäre ohnmächtig heute. Na gut, jetzt lasse ich das einmal weg, bevor ich mich da jetzt echt ärgere. Das gibt's doch nicht. Ja, Kette oder Kardan, das ist natürlich also fast so eine Philosophie-Geschichte. So ein Glaubensbekenntnis. Etliche sagen, Kardan ist natürlich irrsinnig gut, weil es ist wartungsarm und... Viele, das mag auch stimmen, nur wenn du so einen Kardan tauschen musst, das ist natürlich was anderes, als wenn du einen Antriebssatz mit Kranzel, Ritzel und Kette zu tauschen hast. Und andererseits ist es so, bei dieser Kette, da solltest du halt wirklich eine Kettenpflege betreiben, das, ich bin ja dort irrsinnig lasch, das muss ich zugeben, aber dieser Antriebssatz, ich glaube, diese Lebensdauer von so einem Antriebssatz, das ist schon, und das verdoppelt sich, wenn du das richtig pflegst. Und wenn du das nicht pflegst, so wie ich, und vielleicht noch viel im Regen fährst, na, dann ist das unter Umständen schon nach 10.000 Kilometern zum Tauschen, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, aber na, so ist es halt. Und was bei mir natürlich jetzt prinzipiell so ist, also früher habe ich diese Kardans zutiefst abgelehnt. Ein Kardan, ein Auto hat einen Kardan, aber ein Motorrad hat keinen Kardan. Und das war halt so, dass diese Kardans früher, na, die haben so einen Lift-Effekt gehabt.
Das ist ja Wahnsinn gewesen. Wenn du da gefahren bist, dann bist du ja immer hinten in die Hecht gegangen und wenn du obdrast, hast du es wieder eingesackt. Es war wirklich was Eigenartiges. Und da hatte dieser Professor Helmut Ganstra, hatte jetzt im Motorradmagazin in der Kolumne, der hat das göttlich formuliert, dass er gesagt hat, da mit diesem Lift-Effekt, da war es halt so, dass es das Motorradfahren eine echt dreidimensionale Geschichte war, nämlich auch auf und ab. Ja, für mich ist das also, das ist komplett ausgefallen gewesen, abgesehen davon, dass so ein Kader natürlich immer Leistung kostet und ich meine, Leistung herschenken überhaupt früher, das war undenkbar, da hast du eher die Tausender genommen, dass, also die Tausender, diese blauen Geldscheine, dass mehr Leistung drinnen hast und du hast halt rechnen können, pro PS sind Tausender. So ungefähr, also wenn du 10 PS wolltest, hast du mir 10.000 Schilling in die Hand nehmen. Und deswegen war das undenkbar, dass ich mit einem Kardan, wo ich dann verliere, weiß ich nicht, 5 PS, na, das ist undenkbar gewesen, dass ich sowas will. Und mittlerweile sind aber diese Kardans dermaßen toll entwickelt schon, dass ich jetzt da performance-seitig eigentlich keinen Unterschied merke. Das ist sogar, ich weiß nicht einmal, ob ich es merken würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fahre mit so einer R1200R mit Schaltautomat, mit dem Wasserboxer, mit Schaltautomat, da ist der Kardan schon so, dass ich es eigentlich gar nicht mehr mitkriege, dass ich einen Kardan habe. Muss ich wirklich sagen. Merke ich nicht mehr. Und andererseits hört man halt auch immer wieder so Geschichten, dass der Kardan dann, keine Ahnung, noch 40.000 Kilometer hin ist und du brauchst einen neuen und das ist natürlich auch nicht billig. Und ich glaube, also ein hiniger Kardan, das ist gar nicht so super, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie da aufzwickt oder nicht, wenn das Hinterradl blockiert, habe ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber ich möchte keinen hinigen Kardan haben. Das will ich nicht haben. Und also eine hinige Ketten, die fetzt da hinten raus, ist auch ein bisschen ernst, aber habe ich eigentlich nie erlebt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe noch nie einen hinigen Kardan erlebt. Auch nicht. Nichts davon. Ja. Aber das sind, glaube ich, so Sachen, die willst du eh nicht haben. Die willst du nicht haben. Aber generell, also früher war ich ein kompletter Kettenverfechter und ich bin immer noch ein Kettenverfechter, weil es mir einfach besser gefällt. Für mich gehört so ein Motorradl, so eine richtige Ketten, der Kettenhund, das wilde Viech, was an der Kette reißt. Aber die Kardans heutzutage sind wirklich wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut und wie gesagt, wartungsarm. Jo, der Sebu zum ersten Mal live dabei, ich freue mich. Sebu oder Sehü? Sehü, muss ich nachschauen. Sehü. Sepphü. Sepphü. Na, ich habe das schlecht gelesen. Einer dabei habe ich eine wahnsinnig gute Brille. Ich meine, liebe Brennraumgemeinde, vielleicht kennst du den Sepphü willkommen heißen und ein paar blaue Daumen reinschicken am blauen Ozean für den Sepphü. Das wäre halt großartig. Jawohl. Und sie fahren schon. Herrlich. Der Herbert Neff, Servus Gemeinde, Servus Zonko und liebe Grüße aus dem Spessart. Herrlich. Großartig. Michael Hofstetter, Edge Nightwoods, Sears. Christian Schinnerl, wie hast du Willi gelernt? Jo, Christian, ich meine, Willi gelernt ist sowieso übertrieben. Ich habe nicht Willi gelernt. Ich bin immer in der Phase des Stümperns stecken geblieben. Aber ich bin schon ein paar hundert Meter weit, bin ich schon gekommen. Mit starken Mopeden, also am weitesten bin ich gekommen mit der GSX-R 1000. Ich glaube, das war die K2. Da habe ich so eine gehabt mit Öl ins Vorwerk, Agrapovic-Auspuff, Power Commander. Die hat mir damals der Berger Motorsport hergerichtet. Und die war damals, ich glaube, die hat gehabt 160 PS, aber so ein mörderisches Drehmoment. Und die, bei der Maschine ist so gewesen, die habe ich kennen, jetzt muss ich mich richtig erinnern, ich glaube noch, das ist gegangen bis 140 km/h. Also bei 140 km/h in Zwarer runterhackeln, dann kurz auskuppeln, Vollgas geben und die Kupplung schnalzen lassen. Und dann ist das bei 140 km/h mit dem Zwarer aufgestiegen und ist dann durchzogen bis 196 km/h.
Und wenn ich jetzt ein Guter gewesen wäre, dann hätte ich noch schalten können, hätte den Dreier nachlegen können und wäre dann gefahren bis 230 km/h. Aber nachdem ich das nie beherrscht habe, in der Galerie zu schalten, bin ich halt so weit gefahren, wie dieser zweite Gang, bis der Begrenzer halt gesagt hat, okay, jetzt ist gut. Und das waren eben am Tacho 196 km/h. Und nachdem ich jetzt nie ganz an der Kippe war, weil wenn ich an der Kippe gewesen wäre, hätte ich ja ewig weiterfahren können, sondern ich war immer ganz knapp unter der Kippe und habe also immer eine Beschleunigung gebraucht. Und deswegen waren das halt ein paar hundert Meter, aber ich meine, das war schon sehr, sehr spektakulär. War wirklich sehr spektakulär und das habe ich eigentlich sehr toll in Erinnerung. Mache ich aber, ja, seit ein paar Jahren, mache ich das nicht mehr, weil das natürlich schon ein bisschen eine, naja, wie soll ich sagen, eine hirnriesige Aktion, will ich nicht sagen, weil es schon eine unendliche Freude gemacht hat. Aber ja, ich weiß nicht, wenn du mit 180 am Hinterrad ins Radar reinfährst, ist wahrscheinlich nicht ganz super. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du eine mächtige Freude mit dir haben. Vielleicht gibt es was, hat man ein irrsinniges Glück. Und man trifft halt auf einen Ordnungshüter, der halt auch, dem halt auch der Schalk im Nacken sitzt und der sich dann denkt, ja, der hat eine echte Freude, der Bursch. Vielleicht ist es so. Der Alex Cipulka, nimm dir den Horvath zur Brust, der soll dir das teilen zeigen. Das ist der Horvath. Ich habe jetzt für 1000 PS relativ viele Geschichten gemacht. Das war eher ein Wahnsinn eigentlich. Unglaublich viele Videos, weil wir so Vergleichstests gehabt haben. Und da habe ich immer moderiert. Das heißt, ich habe immer diese Fahrermeinungen eingeholt. Und da habe ich relativ viel mit dem Horvath zu tun gehabt. Und der ist ein Traum. Der Horvath ist echt ein Traum. Das ist ein richtig leibender Bursch. Da habe ich auch volle Freude mit dem Horvath. Das ist großartig. Und den könnt ihr natürlich fragen, wie das geht. Aber es ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja, der Andi Bucher, Facebook-Kurs für Senioren, ja. Das ist zwar ein bisschen gefernst, Andi Bucher, aber es ist die Wahrheit. Das wär nicht schlecht, ja. Ja. Schau, der Onkel Ramirez, ist auch ein gutes Thema. Thema, alt und jung, matchen oder fahren lassen. Ja, das ist auch gut. Sandor Tippe, Zonko, wie wär's mit dem Dauerthema Reifen? Wann, wo, welcher Reifen für wen und für wen nicht? Oder mal ein wenig was über die Track Days. Ja, super Anregungen. Das finde ich ganz super. Die Reifen werde ich allerdings so machen, du gehst zum Reifenprofi Bauer, das spiele ich einfach auf meinen YouTube-Kanal auf, weil der hat einfach so eine Expertise und da werde ich einfach, ich glaube, 2 oder 3 so Videos machen, wo es einerseits um reine Straßenreifen geht, so Sport-Tourer-Reifen, dann vielleicht überhaupt Tourenreifen und supersportliche Straßenreifen. Und ich glaube, dieses Thema Rennreifen, das werde ich auslassen. Aber das, glaube ich, ist dann sehr, sehr interessant. Und wenn das dann passiert ist, dann kann man nachher noch einen Brennraum machen. Das ist eigentlich super, ja. Christian Schiener, ein spannendes Thema ist gegebenenfalls, aber der Herz geht schnell, verdammt. Ja, ich muss dort eine hupfen, das wird mir nichts helfen. Jan Schatz, hello Community, do you know this information? Habe Dere, Angela Merkel, Police, Bergisch, Gladbach, Confess, Crimes, Publicity. Jan Schatz, du bist leider komplett falsch da. Ist ein Wahnsinn, wie hast du ihn da her verirrt? Unfassbar. Michimo, Themenvorschlag. Motorradnavigation oder ist der Weg das Ziel? Auch ein super Thema, Michimo. Das ist natürlich schon sehr, sehr leibend. Der Onkel Ramirez, wiederhole mich, ein Brennraum mit dem Herrn Berger. Wäre Weltklasse. Da könnte man direkt Fragen stellen. Naja, das kann ich probieren. Das kann ich probieren, allerdings. Na, aber das kann ich schon probieren, dass ich mal so ein Live-Gespräch mit dem Herrn Berger habe. Ja? Super, Onkel Ramirez. Ich meine, vor dem ist die Zeit natürlich wirklich begrenzt. Aber ich meine, er spricht immer gern mit mir. Er unterstützt dieses Zonkos Welt TV, was er großartig findet. Insofern vielleicht wird ihm das einen Spaß machen, dass er da direkt einmal die Fragen der Seher hat. Und dieser Jan Schatz ist unfassbar.
Jetzt müsst ihr in Wirklichkeit müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr den sperren kann. Aber das ist eine unglaublich. Das ist ja so, das verstehe ich auch nicht. Da gibt es halt so Leute, die haben so ein unglaubliches Sendungsbedürfnis und die sehen dann, aha, da gibt es irgendwo eine Live-Show, wo halt 200 Leute zuschauen. Da kann er jetzt seine Botschaft absetzen, die nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern was nicht, keine Ahnung, irgendwas Irres. Irgendwas Irres dort absetzen und sie einfach komplett darüber hinwegsetzen, was die Leute, die jetzt dort in dieser Brennraumsendung sein oder in irgendeiner anderen Sendung, dass die das nicht interessiert. Das ist so irr, dass er das sind echte Auswüchse. Und ihm ist es jetzt, wenn er guter war, könnt ihr den natürlich sperren, dass der jetzt da nicht das zutextet, aber ich bin ja kein guter. Ich kann das leider nicht. Denis Natale, Thema Sportler oder Tourer, wenn man älter wird. Sportler oder Tourer, wenn man älter wird. Ja, Denis Natale, Sportler oder Tourer, das ist sowieso immer ein Thema. Und das mit dem Alter, das ist natürlich so, ich meine, jetzt hat, wenn ich mir da diesen YouTube-Kanal anschaue, auf 1000 PS Facebook, da weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber wenn ich mir den YouTube-Kanal bei mir anschaue, dann ist es schon so, dass da wirklich, da sind sogar Leute, die sind 14 bis 18, glaube ich, ist diese Gruppe. Ich glaube, 6% meiner Zuseher sind 14 bis 18 Jahre. Und dann sind relativ viele, glaube ich, das ist irgendwie 35 bis 46 oder 36 bis 45. Und dann gibt es eine große Gruppe, das ist die größte Gruppe, die ist 45 bis 54. Das sind dann, glaube ich, 30%, die anderen sind 20%. Und dann gibt es nur die Gruppe über 55, also zu der ich eigentlich kehren würde. Und das sind dann, glaube ich, nur mehr, also nicht, 15%. Also, weiß nicht, wie das da ausschaut, aber das Thema Sportler oder Tourer, das glaube ich hat jetzt nichts mit Alter zu tun, sondern das ist auch eher so eine Grundausrichtung. Beziehungsweise ist natürlich so, dass wenn du jetzt halt vielleicht so ein, also ein, man müsste jetzt vielleicht sagen, Supersportler oder Sporttourer, weil ein Supersportler irgendwann ist dann das dann ein bisschen zu anstrengend, das Supersportlerfahren. Und möglicherweise hast du aber auch diesen Kick einfach verloren, dass du denkst, ja, oh, es hat ja keinen Sinn, dass ich jetzt auf der Straße draußen 2 Kilo fahre. Und wenn ich nicht 2 Kilo fahre, was mache ich dann mit einem Supersportler? Dann fahre ich ja mit einem Sporttourer mindestens gleich gut oder mit einem Naked und habe halt ein bisschen eine komfortablere Sitzhaltung. Also, aber diese verschiedenen Konzepte kennt man auch super machen. Jens Weyrich hat ein auf 48 PS gedrosseltes Bike mit 1200 Kubik mehr Bums als ein ungedrosseltes Bike mit originalen 48 PS und 750 Kubik. Jens Weyrich, das hängt ganz davon ab, wie das drosselt ist. Weil, wenn es jetzt eine elektronische Drossel ist, dann ist es durchaus möglich, dass das unten fest anraucht und oben halt abgeschnitten ist. Und wenn es aber so eine Gasanschlagsdrossel ist, sodass du mehr oder weniger nur ein Viertel Gas geben kannst und dann bist du am Anschlag, na dann wird sie wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viel tun. Kann ich aber jetzt auch. Das kann ich schwer beurteilen und vor allem, glaube ich, kann man es nicht verallgemeinern. Das ist von Modell zu Modell verschieden und am besten ist es einfach so, man erkundigt sich dort, also bei dem Händler, wo man es kauft, wie diese Drosselung zustande kommt, wie das auf 48 PS drosselt ist. Und wenn der dann sagt, na der Vierzylinder rennt nur auf einen Zylinder, dann musst du abschwingen, dann musst du abschwingen. Aber das wird natürlich nicht gesagt, aber das ist halt die große Frage, ob es mechanisch oder elektronisch drosselt ist. Und vielleicht hat er sogar eine Leistungskurve und kann da wirklich Ausdruck geben. Der Jens wäre ist eine dauerhafte Drosselung schädlich für den Motor, das glaube ich auf keinen Fall. Das glaube ich nicht, aber es ist natürlich total unwürdig. Also, wenn die Drosselung mechanisch ist am Gasanschlag, ist egal, der dreht halt nie aus, dieser Motor. Und wenn die Drosselung elektronisch ist, na, dann ist auch vermutlich so, dass entweder diese Einspritzmenge reduzieren oder halt auch die Drehzahl irgendwie beschränken, aber halt elektronisch. Und in keinem Fall ist es für den Motor schlecht. Jawohl. So, Freunde,
was haben wir denn? 205 Kommentare. Ich muss das nochmal schaffen. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, rost ich aus. Ich sage es euch ganz ehrlich. Das wird dann nichts. Dann gibt es einen echten Auszucker. So, jetzt bin ich mal da drinnen. Da bin ich ja drinnen. Das ist ja nicht so schlecht. So. Und jetzt muss ich doch zu 1000 PS kommen. Das gibt's ja nicht. 1000 PS. Ja, das schaut jetzt aber ganz gut aus. So, 1000 PS. Ja, schau. Gut, so weit war ich aber schon. Und wo ist es jetzt? Das macht mich fertig. Da, live. So, das klicke ich jetzt auch. So. Da, schau, der blaue Ozean. Weil ich es geschafft habe. So, und jetzt muss ich das eigentlich teilen können. Teilen, suchen, wo ist er jetzt? Beitrag verfassen, tut mir leid, Freunde. Ich teile es auf 1000 PSAT, ich werde deppert. Ich werde wirklich deppert. Das gibt's doch nicht. Suchen, na jetzt suche ich mal den Fritz Zonko-Trindl. Fritz. Wenn ich es schaffe, muss ich mir das Pfeifferl rauchen, Freunde, es tut mir leid. Zonko Trindl. So. Suchen. Keine Ergebnisse gefunden, ich werde deppert. Okay. Gut. Freunde, wir haben alles gegeben, aber ich kann jetzt die Kommentare lesen. Also ein Wahnsinn. Gute Idee. Harley-Brennraum wäre mal was. Ja, das mit diesen Firmenbrennraums, das habe ich letztes Jahr, habe ich das ein bisschen probiert. Das ist natürlich eigentlich eh super, weil so die Leute, die das nicht wollen, also wenn ich so einen Harley-Brennraum mache, also bei den Videos ist es so, da gibt es einfach so wahnsinnig viele Leute, die hassen dieses Harley-Zeug dermaßen, dass mich immer ein bisschen aufbockt, weil ich es ja lieb. Ich liebe das ja. Ich finde das ganz, ganz großartig und da gibt es aber viele, die das wirklich verachten und quasi irgendwo, na gerade, dass man nicht die Intelligenz absprechen, wie man sowas lieben kann. Nicht? Und andererseits gibt es natürlich auch viele, die voll drauf opfern, und das innerhalb von so einem Brennraum ein bisschen auszudiskutieren, wäre sicher auch super. Ja. Der Jörg, die Kneite. Das ist herrlich, Jörg die Kneite, jawohl. Themenvorschlag, braucht man die neueste Technik oder kann man auch mit einem älteren Motorrad glücklich werden? Jo, bin überzeugt, dass da da wird es eine starke Beteiligung geben, da wird es sehr viele Meinungen geben, aber ja, meine Meinung natürlich ist eh, die neueste Technik brauchst du ganz sicher nicht. Man kann auch mit einem älteren Motorrad glücklich werden, hundertprozentig. Aber es geht da jetzt nicht nur meine Meinung zählen, sondern da wäre es auch interessant, wie die Brennraumgemeinde das sieht, wie das verteilt ist. Super Thema. Jens Weyrich, Themenvorschlag, Helme, Arten, Designs für verschiedene Motorradarten und Altersgruppen. Helme, Arten, Designs. Okay, Jens, da habe ich jetzt ein bisschen weniger Zugang. Hallo Zonko, gibt es bei den Leiche keine Karte mehr? Das tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ja, die Sabrina Kühne sagt, lass den Livestream doch über YouTube laufen. Viel einfacher und besser. Das ist halt so, ich mache das halt auf 1000 PS Facebook, 1000 PS und dann stelle ich das auf meinen YouTube-Kanal, auf Zonkos Welt TV. Und wenn ich jetzt aber das gleich auf meinen YouTube-Kanal machen würde, na, dann wäre das 1000 PS nicht dabei. Und das finde ich aber sehr leibend, weil letztendlich ist der Brennraum ja dort auf dieser 1000 PS-Plattform entstanden. Und irgendwie, ja, bin ich ein Traditionalist. Ja,
Mauts Garage. Zunko, du bist schuld. Am Freitag fahre ich eine Fatboy-Probe. Ja, bitte ich, Mauts Garage. Viel Spaß damit. Fatboy. Ist großartig. Der Martin Waldenberger sagt, Harley und Retro geht mir schon am Wecker. Jawohl. Der Sandor Diepel, Thema, deine Lieblings-Moped-Reviere für uns zum Nachfahren. Sandor Diepel, sowas habe ich schon mal gehabt, diese Traumstrecken. Und ich habe damals auch gesagt, ich habe keine Traumstrecken, weil ich mir im Endeffekt die Strecken nicht merke. Ich war natürlich schon überall, bin wahnsinnig viel gefahren, war ganz herrlich, oft. Und nachher weiß ich nicht mehr, wo ich war. Weil ich meine, ich schaue mir das irgendwie nicht an. Ich fahre dort mehr oder weniger halt so hin. Dann bin ich dort, denke mir, pfau, das ist wahnsinnig schön. Und dann fahre ich irgendwo. Ich habe ja nie oder selten nur, also so eine richtige Karte oder Navi habe ich sowieso nie. Also das packe ich nicht, zum Beispiel beim Motorradfahren. Das könnte man zum Beispiel auch machen. Wer so ein Navi beim Motorradfahren hat und wer auf das komplett hustet. Weil ich bin auch nicht hust auf das. Ich will nicht mit so einem Navigationsgerät Motorrad fahren. Beim Auto bin ich extrem froh, weil da musst du dann immer in irgendeiner Stadt, da musst du in die und die Gasse oder so. Das ist echt herrlich. Aber beim Motorradfahren, genauso wie ich keine Musik will, beim Motorradfahren. Und im Auto ist es ein Wahnsinn. Hörbuch oder Musik ist ganz wichtig. So. Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich da heute jetzt irgendwie, ob ich das heute gut mache oder nicht. Aber ich brauche trotzdem jetzt einen Hocker vom Pfeiferl. Vitaminbombe, yes. Herrlich. So ist es, Pfeiferl. Aber was ein Wahnsinn ist, dass ich das jetzt nicht teilen habe können. Das heißt vielleicht, wenn ich die nächsten Tage mal so nur so irgendein so komisches Live-Video auflasse mit 5 bis 10 Minuten und nichts rede, dann ist das so ein Test. Weil ich muss das muss ich ja zusammenbringen. Das gibt es ja nicht. Das ist schon, das ist eh lustig, aber ich meine, es ist irgendwie ein Armutszeugnis auch. Die Schneidwutz ist ein Wahnsinn. Ich bin ja schon quer durch USA und Kanada, Europa, Thailand und Indonesien mit dem Motorrad. Das ist ein Wahnsinn, der Schneidwutz. Der irres Leben. Insofern würde mich ein Thema zu großen Touren interessieren. Mein nächstes Ziel ist die japanische Nordinsel Hokkaido. Schneidwutz, das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. Bei mir ist nur so, nachdem ich nicht fliege. Also ich kann in keinen Flieger nicht steigen, weil ich klaustrophob bin. Geschlossener Raum. Der geschlossene Raum hebt ab. Na, das tut mir nicht gut, glaube ich. Jetzt ist es so. Jetzt kenne ich nur Europa. Da kenne ich mich relativ gut aus in Europa. Allerdings muss ich sagen, vor allem im Süden, weil auf bin ich nicht weitergekommen wie Deutschland. Bin ich allerdings ganz oben gewesen. Weiß ich jetzt auch, Nordseeküste und Ostseeküste ist nicht das Gleiche, das weiß ich jetzt. Aber mit den schon Skandinavien auch taugen, aber da bin ich zum Beispiel noch nie gewesen. Und drüben, England, Schottland bin ich auch mal gewesen, aber Irland zum Beispiel kenne ich auch nicht. Und alles, was weiter weg ist, da kann ich leider nicht mitreden, weil ich keine Ahnung habe. Das kenne ich nur aus dem Fernsehen oder aus Erzählungen. Und aber es wäre trotzdem ein interessanter Brennraum, weil ich dann vielleicht was erfahre, sofern ich diese Kommentare gut lesen kann. Und was vielleicht Zukunftsmusik ist, aber das müssen wir irgendwie schaffen. Man müsste vielleicht so, da gibt es sicher irgend so ein Programm, wo wir da vielleicht alle reden können. Das wäre überhaupt ein Wahnsinn. Wo nicht nur ich rede, sondern ihr auch. Das muss man halt dann irgendwie steuern, dass nicht alle durcheinander reden. Aber das wäre vielleicht ganz was Arges. Ja. Das erleben wir noch, dass sowas geben wird. So. Der Chris Sebi, was würdest du empfehlen, wenn jemand das erste Mal auf die Rennstrecke fährt? Chris, unbedingt 1000 PS Track Day. Und das sage ich jetzt nicht deswegen, weil 1000 PS Track Days gefeatured werden müssen, die sind eh immer ausverkauft.
Aber es ist halt ganz super, weil da halt sehr, sehr viele sein, die das erste Mal auf der Rennstrecke sind. Also da kommen jedes Mal, glaube ich, 30 Leute, die das erste Mal auf der Rennstrecke sind. Und da gibt es halt ganz tolle Instruktoren, die haben das echt super vermittelt und es gibt halt null Druck. Es ist echt eine gute Stimmung. Man kann dort diese Rennluft schnuppern und wenn man mit diesen Instruktoren fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dort ausbreitet, wirklich sehr, sehr gering. Weil die das halt echt super machen und das Tempo relativ gut einschätzen können und das und das und das. Und das, ja, dieses Niveau der Teilnehmer, weil sie auf das halt irrsinnig gut eingehen können. Und die meisten, die dort waren, na, die kommen wieder. Hat ihnen irrsinnig taugt. So, der Bernard Hosmoto, Zonko, für den nächsten Brennraum kommst du mir runter ins Büro und wir streamen über meine Glasfaserleitung. Na gut, das wäre ein Wahnsinn. Ja, Bernard. Aber was mache ich mit meinen ganzen Bildern? Aber Glasfaserleitung, na, Habitäre, da könnte man es aufführen. Herrlich. Der Otto Leira, Zonkos Rauch verstopft die Leitung. Das ist ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin einfach unfähig, dass ich das dann wirklich da teilen kann. Was schlimm ist. Aber ich meine, jetzt kann ich wenigstens die Kommentare super darüber lesen. Ja. Der Karl Grieshofer, jetzt geht gar nichts mehr. WLAN-Kabeldefekt, na, bei mir geht's aber super. Wirklich? WLAN-Kabel gebrochen, na, das geht ganz normal. Wieso bleibt das immer stehen? Schaut, es gibt wahnsinnig viele weinende Gesichter. Die gelbe Gefahr. Das ist ja unfassbar, wie die weinenden Gesichter reinfahren. Schau. Na, immer nur weinende Gesichter. Aber bei mir ist das nicht. Das geht ganz normal. Im ganz normalen. Das ist komisch. Ja, das tut mir leid. Freunde, ich glaube nicht, dass an meiner Leitung liegt. Ja. Jens, ja, die Sabrina Kühne. Ohne Navi losfahren, bis man nicht mehr weiß, wo man ist, dann mit Navi wieder heim. Ja. Das ist eh super. Andererseits, ich habe das schon genossen. Wenn du dann jetzt irgendwo bist, wo du dich nicht mehr auskennst, dann fragst du jemanden. Wenn du in so einem Ort bist und dann hast du einen Kaffee, vielleicht noch eine mörderische Torte, und dann fragst du die Leute, wo geht's denn noch? Wohin man halt will. Und wenn die dann sagen, oh, das ist aber schwierig, na dann weiß man, dass man es richtig gut gemacht hat. Aber im Endeffekt kommst du immer heim. Das geht schon. Aber ja, wenn der Navi, schau, das ist ein Wahnsinn, diese weinenden Gesichter, das ist ja richtig zum Erbarmen. Schau, die weinenden Gesichter, die fahren da eine, so wie überhaupt noch nie gehabt. So ein Wahnsinn. Ja, manche weinen und manche sind finster. Aber, ich meine, bei mir, das funktioniert super. Es tut mir leid, da muss irgendwas anders sein. Ja, weiß ich nicht. Der Christkill sagt, Zonko hat das Internet kaputt gemacht, aber bei mir geht das ganz leibend. Das ist ja unglaublich. Video steckt. Na, wie gibt's das? Schau, jetzt sehe ich nur, die Zuschauerzahlen sinken rapide. Na, offensichtlich, weil das Video steckt. Aber ich meine, ah ja, stimmt. Ich sehe super, aber dort steckt's. Na, hört's mich noch reden oder ist das auch weg? Na gut, dann schalte mal das aus. Video hängt, WLAN-Defekt. Das ist ein Schinnerl, Video hängt. Das ist nichts heute, sagt der Johnny Reichel. Schau, da ist das jetzt erst. Der Otto Leira, Zunkers Rauch verstopft die Leitung. Das heißt, durch den PC bin ich ja hinten nach ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn, jetzt geht's gar nichts mehr. WLAN-Kabeldefekt, meistens eine Mischung, wenn es genau geht. Ja, das habe ich alles schon gehabt. So, WLAN-Kabel gebrochen. Ja, das tut mir jetzt leid. Jetzt bin ich natürlich. Wieso bleibt das immer stehen?
Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich auf alle Fälle das Handy ausgeschalten. Naja, was soll ich machen, Freunde? Das ist jetzt ein bisschen, ja, jetzt kommen du jetzt sogar am PC, kommen die weinenden Gesichter. Ja, der KTM-Kurtel mit Kawasaki ZX-10R, weiß nicht. Richard Aigner, Kubik, schau, schau, schau. Na, jetzt geht's aber, das muss jetzt da hingehen. Bei mir raucht's an. Der Holger Krüger, Giancarlo steht auf der Leitung. Ja, genauso wird's sein. Genauso wird's sein. Martin Waltenberger, ich fahre, um zu entdecken und übersehe meistens die Zeit und komme erst spät abends nach Hause. Ja, dann hast du eine tolle Maschine. Dann hast du eine tolle Maschine, wo du einfach nicht müde wirst. Das ist natürlich perfekt. Ja, jetzt habe ich. Nein, da kann ich nicht scrollen. Okay, jetzt kann ich da wieder nicht scrollen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe mir letztes Jahr eine Honda Transalp 700 gekauft und bin mega zufrieden damit. Ich weiß leider nicht, wer das ist, aber ja, das ist natürlich mächtig. Transalp 700 ist ganz was Tolles und ich bin ja damals zur Präsentation, da habe ich geschwächelt. Da sind sie auf dem Bonettenpass gefahren, irgendwo in Frankreich und ich glaube, ich bin krank gewesen. Und das ist aber, glaube ich, gewesen im März oder so, oder vielleicht war es im April. Und die Typen haben mir dann erzählt, es war ja fürchterlich dort oben, wahnsinnig kalt, und sie haben müssen im Zelt pennen, weil Honda wollte halt diesen Adventure-Charakter dort herausstreichen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, jetzt muss ich aber schon was Leibendes machen für diese Transalp, und habe mir ausgemacht, mit dem Fotografen, mit dem Harley-Klick, wir treffen uns am Großglockner. Wir treffen uns um 12 Uhr am Großglockner. Und ich bin in Wien aufgestanden in der Früh, also nicht um 7 Uhr, und habe beim Fenster rausgeschaut und habe mir gedacht, nein, das gibt's nicht. Es hat geschüttet. Es hat geschüttet im April. Gehabt hat es, glaube ich, 5 Grad und echt geschüttet. Volle Granate. Und ich habe mir gedacht, na gut, das hilft jetzt aber nichts. Ich muss jetzt diese Transalp würdig testen und ich fahre jetzt halt am Großglockner. Und bin dort dann bei dem grauseligen Wetter, bei der Schütterei, habe ich aufgesetzt und bin dort halt aufgefahren nach Salzburg, da zum Großglockner. Ich glaube irgendwo Zell am See. Dort bin ich irgendwo dann eingebogen. Und es hat eh nur geregnet, glaube ich, bis knapp nach Linz. Also die ersten 200 Kilometer hat es mir halt so eingewaschelt, dass echt alles aus war. Und dann ist also ein grausliches, wolkenverhangenes, so finstere Geschichte ist gewesen. Und erst wie ich dann oben war, ich glaube, knapp unterm Fuschertörl oder wie das heißt, ist auf einmal diese Wolkendecken aufgerissen und es war strahlender Sonnenschein. Es war wirklich ein Wahnsinn. Es war so herrlich. Und der Harley Klick hat natürlich wahnsinnig tolle Fotos gemacht. Wirklich schön ausgeschaut. Und das Orge ist aber gewesen, da ist dann schön gewesen, ich glaube, eine Stunde. Eine Stunde war es schön und wir sind da gefahren mit dieser Transalp zwischen die Schneewächten. Und ich habe natürlich schon immer ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt die Straßen, dass da irgendwo ein Glatteis sein könnte und dass dann alles fliegt und alles hin ist. Aber das ist nicht passiert. Nur es ist dann so gewesen, vom strahlenden Sonnenschein zum Schneefall, das ist gegangen innerhalb von 10 Minuten. Auf einmal war alles zu und ganz dicke Flocken hat es runtergehauen. Und ich dort mit der Transalp 700, ich glaube 680 Kubik oder was das gehabt hat, glaube ich, werde sie immer noch haben. Ja, und die Maschine war göttlich, hat mir wirklich getaugt, habe ich großartig gefunden, nur ich habe dann müssen runterblasen vom Großglockner, Schnee treiben, leichte Schneefahrbahn, das war echt nicht ohne, und wie dann unten war, habe ich gehabt wieder 400 Kilometer heim. Auch wieder ordentliche Schieferei. Und das war halt dann meine Abenteuerfahrt mit der Transalp, aber ich war echt begeistert. Und deswegen, wenn einer sagt, ich mache eine Weltumrundung, denke ich mir immer, na, wieso fahren die nicht mit einer Transalp? Mit einer Transalp kommst du überall hin. Es ist jetzt halt unter Umständen so vom Statusdenken, ist so eine Transalp nicht ganz was wahnsinnig Tolles, wo alle in die Knie gehen, aber das ist halt etwas, was glaube ich nicht umbringen kannst, wo du super oben sitzt und was für so eine Weltumrundung meiner Meinung nach ziemlich perfekt motorisiert ist. Das ist nicht zu stark, das ist nicht zu schwach, das ist ein gutmütiger Motor,
Das hat ein tolles Fahrwerk, das ist nicht zu schwer. Ja. Könnte man gut vorstellen. So. Der Michael Gantenbein. Bei diesem Tempo dauert es bis Montag, Mittwoch. Schau, das hängt immer noch. Ja, tut mir leid. Nein. Hans Malesser in Wien schneit es heute in der Sicherheit. Ja, der Herbert Wolf hat sich auch geschlichen, nervt. Ein herzliches immer schön oben bleiben. Bye, bye. Ja, Freunde, das tut mir echt leid. Ich habe aber keine Ahnung, an was das liegt, weil ich sehe das ganz, ganz gut. Ja, keine Ahnung. Na, gut, ja, eine Dreiviertelstunde haben wir eh schon. Ich werde dann, ja, da verliert man den Faden trotz Verzettelung. Ja, das ist klar. Ja, aber... Die Sabrina Kühne sagt, war ja nur eine Frage der Zeit, bis die Leitung das Verzettelung Deluxe-Shirt bekommt. Wahnsinn, ja. Der Matthias Günther sagt, wenn wir unter 100 sind, dann geht's wieder. Ja, aber unter 100 wäre schon eine Niederlage. Ja, Karl Kletitschka. Fritz, bitte steig mit dem Handy aus deinem Wifi aus. Ja, das habe ich gemacht. Ich bin ausgestiegen. Schau, Gernot Hackl sagt, na endlich, der Zonko ist wieder da. Das Problem ist halt nur, das ist ja Wahnsinn. Schau, ich habe dort 403 Kommentare und ich habe, glaube ich, gelesen, habe ich, weiß ich nicht, 60 und die anderen 340 nicht. Und wenn ich, wie ich aber da im Handy drinnen war, ist es komplett zusammengebrochen bei euch. Es läuft wieder, läuft wieder. Na herrlich, Gernot Hackl, na endlich, der Zonko ist wieder da. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also, ich muss mich dort einfach auf diese Kommentare beschränken. Und ich tät euch aber echt bitten, wenn ihr euch nicht zu viel Mühe macht, dann geht's auf YouTube, auf Zonkos Welt TV. Ich werde es aufstellen heute, glaube ich, um 11 auf Nacht ist oben. Um 11 auf Nacht ist oben, das ist dann eh immer oben, der Brennraum, wo es heißt, Brainstorming, neue Themenvorschläge, und schreibt mir das unten, ganz kurz, nur Stichworte, unten in die Kommentare rein, damit ich das vollständig hab. Das wäre einfach großartig, weil, ich meine, wir machen jede Woche einen Brennraum und da können wir Themen brauchen ohne Ende. Was ich gern machen will, das werde ich sicher demnächst machen. Ich habe mir gedacht, na, ihr könnt euch einmal erzählen, welche Eisen ich gehabt habe und welche meine Traumeisen waren, wo ich einfach unglaublich in die Knie gegangen bin, weil es so irrsinnig toll war. Und die ich gehabt habe, nein, das ist ein Wahnsinn. Und da möchte ich nicht nur die Motorräder, die ich tatsächlich selber gekauft habe, sondern nachdem ich ja, ich weiß nicht, ich glaube seit 1997, also jetzt über 20 Jahre, habe ich immer Dauertester gehabt. Und diese Dauertester, das ist so, die habe ich immer betrachtet als meine Motorradeln. So wie wenn es mir gehört hätten. Ich habe halt keine Versicherung zahlen müssen und kein Servicebecken müssen, aber ich habe auch keinen anderen damit fahren lassen. Das waren meine Motorräder, die ich halt zum Glück nicht kaufen habe müssen, sondern zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Aber das waren zu 90% echte Wunschmotorräder. Und ja, das heißt, dieses Thema meine Mördereisen in der Zeit, na, das wird sich in einem Brennraum eh nicht ausgehen, da müssen wir ein bisschen aufstocken, aber das würde ich wirklich gern machen. Ja, Blue Box, dann hast du einen Hintergrund auch, Martin Waltenberger, das ist so leibend, ja, Blue Box, ich habe eine Ahnung, was das sein kann, aber ja. Alexander Erb, hallo Zonko, Dutzende deiner Clips schon angeschaut und jetzt endlich mal live dabei. Alexander Erb, das ist großartig, leider haben wir eine Leitungsblockade gehabt, aber vielleicht die verbliebenen Brennräumler für den Alexander Erb, bitte einen blauen Daumen zum Willkommen. Er ist zum ersten Mal dabei, Alexander Erb, diese blauen Daumen, der blaue Ozean, der kommt jetzt für dich. Großartig, dass das erste Mal live dabei bist. Schneidwutz, es geht schon wieder. Jo, weil der Peter Richtinger zusieht. Der Peter Richtinger, hat er nicht irgendwas geschrieben, dass er heute Schicht hat? Oder was? Weil, das her, da lese ich, da schreibe ich dann immer wieder, dass ich das lese, dass da Scheiße, Nachtdienst oder Nachtschicht, sehr ein Wahnsinn, wie viele von euch so einen Job haben, wo sie in der Nacht anreißen müssen. Ja. Na gut, der Jens Weirich sagt, einmal raus und wieder rein, funktioniert wieder.
So ein Wahnsinn, das ist ja fast so wie so ein Trio-Song. Trio war ja Wahnsinn. Die Band Trio, wie hat's geheißen? Anna, oh Anna, lass mich rein, lass mich raus. Anna, oh Anna. Trio war unfassbar. Ich meine, das Da-Da-Da kennt wahrscheinlich eh jeder, wobei das auch so irrsinnig geliebt ist mit keinen Schnaps in Sankt Kathrein, dann lieber. Oder keine Sterne in Athen, dann lieber Schnaps in Sankt Kathrein. Ich hab den Urlaub nicht gewollt, du hast gesagt, er müsste sein. Trio war ein Wahnsinn. So, Andreas Ruppi, ich glaube, Zonko hat die Facebook-Server überlastet mit seinen tausenden Zusehern. Ja. Graziano Lanz, 900er Cabaforra in Thailand. Zonko, bist auch in Thailand zu sehen. Graziano. Das freut mich sehr. Nein, das gibt's nicht. Peter Richtinger, das ist ein Wahnsinn. Schöne Grüße aus Aquila, L'Aquila. Und ich meine, das ist in die Abruzzen, die Hauptstadt der Abruzzen. Und ich meine, Campo Imperatore, das war einfach ein Wahnsinn. Da bin ich oben gewesen mit meiner CB 1000 Big One. Und da war ich, hab mir gedacht, ich muss in die Abruzzen fahren. Und das war ein Wahnsinn, das hat man richtig taugt. Und da bin ich oben gefahren, da am Campo Imperatore, und da haben wir gedacht, na schau dir das an, weil ich glaube, dieser Berg, na wie heißt denn der? Habitere, ich weiß nicht mehr, der Berg auf der Höhe von Rom, die Abruzzen, na der ist schon 3000 Meter hoch. Also, und dann waren natürlich auch die Vegetation so wie bei uns, auf die Berge oben, auf die Almwiesen, so ein bisschen moosig und so, das war ganz super. So, und das Oriente. Für den Peter Richtinger, da bin ich auch schon mit dem Moped gewesen. Jawohl, bei gut, die Abruzzen sind einfach ein Wahnsinn. Oliver Braunsberg, wie wäre es mal eine Ausfahrt mit einer Buch 250? Ja, das wäre eh herrlich. Ich habe allerdings, weil es schreibt 2.0, ich bin einmal gefahren. Warte, jetzt hat es irgendein Geräusch gegeben. Was war das für ein Geräusch? Günther Baumgartner, Zonko, du bist ein Traum. Ja. Günther, große Freude, dass du das so siehst. Das ist herrlich. Ja. Ja, wo war ich? Mit der Buch 250. Da bin ich dann gefahren beim Saiberer Bergrennen. Und da habe ich eine Maschine, so ein 250er Buch gehabt vom Fritz Ehn. Und der Fritz Ehn ist ein irrsinnig lang gedienter Motorradjournalist, hat auch etliche Bücher geschrieben. Ich habe sogar ein paar von ihm. Und der ist aber damals schon. Er wird schon 75 gewesen sein, glaube ich. Und bei der Buch ist leider so gewesen, das war ja immer ein Problem bei der 250er Buch, dass die Lichtmaschine, dass der Regler, oft defekt war. Dann hat es diese Batterie nicht mehr aufgeladen und dann hat es nicht mehr gestartet. Und irgendwie ist es so gewesen, dass er mich angeschoben hat. Und er, der 75-jährige Fritz Ehn, Professor Fritz Ehn, hat mich angeschoben und wir haben also so eine Fotogeschichte gemacht. Und der Halle hat fotografiert, wie er mich anschiebt. Und irgendwann springt der Motor an, ich gehe ans Gas und fahr weg. Und somit ist das für mich erledigt gewesen. Haben wir gedacht, super, der Fritz hat mich angeschoben, es ist gegangen. Nur, wie ich dann die Fotogeschichte gesehen habe, ist es so gewesen, wie die Maschine angerissen hat, hat er hinten den Halt verloren, der 75-Jährige, und hat sie auf der Erde gewälzt. Der ist richtig so. Das war ein Wahnsinn. Haben wir natürlich eine super Fotogeschichte gehabt. Mörderische Bildtexte drunter eingeschrieben. Und er hat sie zum Glück ja nicht wehtan. Aber ein Mann hat sie mit 75 abgerollt wie ein junger Bursch. War ganz großartig. Ja, mein Vorbild. Graziano Lanz, Zonko, bleib hier bei mir. Ich kann das super sehen. Alles okay. Jawohl. Geht alles wieder grad. Ja, es geht wieder. Das war vorhin. Jawohl. Peter Richtinger. Ja, extrem viel gesperrt da unten wegen dem Erdbeben von 2016. Ah ja, so, genau, da hat es ja diese grausamen Bilder gegeben. Peter, mit was bist denn du? Mit der Ural oder mit der Kanten? Das. Dort hätte man schon wieder diese Anwendung brauchen von so einer Kommunikationssoftware. Dass er das jetzt irgendwie sagen könnte, weil so ist jetzt schau, Christine Kell sieht zu. Freunde, die Christine Kell aus München, ganz mörderisch, da bitte jetzt einen blauen Daumen, einen Ozean für die Christine Kell. Christine Kell,
Freut mich sehr. Große Freude. Ja, und der Peter, die Bilder von dem Erdbeben, na, die waren schon ein Wahnsinn. Die waren, na, das war echt arg. Und bei mir ist aber so, das ist ja schon alles so inflationär, ich habe das schon wieder vergessen gehabt. Schau, Christine, diese ganzen blauen Daumen, die sind für die, heißen dich alle willkommen. Der Andi Bucher geht schon wieder, hat eine Zeitverzögerung, geht schon seit Minuten wieder perfekt. Okay, ja. Schau, na, blaue Ozean, das ist ganz herrlich. Christine, das ist für dich, jawohl. Ich meine, selber Motorrad fahren tust du ja nicht mehr, glaube ich, aber ich merke es nur im Facebook, das was du postest. Du hast ein echtes Herz für Motorradeln und da verstehst du uns, dass wir das wirklich gern machen. So, Freunde, 56 Minuten, ja, mit einem mörderischen Zeitfenster, Stillstand. Also, ich muss das wieder lassen, mein Handy, das hat nichts Gutes gebracht. Ist eher eine Niederlage, aber ein Versuch war es wert und ja, vielleicht fällt, ja, genau, das geht aber auch, ne? Wenn irgendwas dazu einfällt, wie man das technisch besser machen kann, so dass man jetzt halt irgendwie, weil ich meine, das mit dem Computer hat einmal den Vorteil, dass es nicht seitenverkehrt ist. Das ist einmal ganz wichtig, es ist nicht seitenverkehrt. Und der Nachteil ist aber, dass ich halt nur relativ wenig Kommentare dort habe und dass ich nicht scrollen kann. Kann ich leider nicht, weil ich habe dort 433 Kommentare, was Wahnsinn ist. Echt ein Wahnsinn. Bedanke mich ganz herzlich, das ist ganz großartig. Und nachdem ich aber, wenn ich ins Handy einsteige, dann die ganze Kisten abstürzt, ja, weiß ich jetzt nicht, wie wir das technisch lösen sollen. Wenn einer eine Idee hat, bitte schreibt es mir drunter, aber die Kommentare, ich da liest es einfach dann, diese nachträglichen, einfach wirklich leichter auf dem YouTube-Kanal Fritz Zonkos Welt TV. Und wie gesagt, die Themenvorschläge, schreibt es mir die einfach in ein Stichwort unter den YouTube-Brennraum. Es geht wirklich schnell. Und mit den Stichworten habe ich das dann gesichert und im nächsten Brennraum kann ich dann so eine Listen herzagen, was wir alles haben. Ja. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, und morgen, ich meine, da haben wir natürlich keine technischen Probleme. Morgen gibt es wieder 1000 PS live und 1000 PS live, wer ist da, glaube ich, ich glaube morgen ist sogar, also der Nasty Nils, meine Wenigkeit und ich glaube der Almighty Arlo. Der Arlo ist ein Wahnsinn. Mit dem Arlo habe ich immer eine irrsinnige Freude, weil es ist eine echte Wützer, der Arlo. Und da glaube ich geht es um diesen Nektbike-Vergleich. Da haben wir so einen großen Nektbike-Vergleich gemacht. Und das glaube ich startet morgen 19 Uhr oder 20 Uhr, das weiß ich nicht genau. Auf YouTube von 1000PS. 1000PS TV, YouTube, die nächste Live-Show, die würde ich euch wirklich ans Herz legen. Und ja, jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe mit dem Kommentar von der Sonja Soriente, aber zum Gran Sasso, Superstrecke. Gran Sasso, Abruzzen. Wenn du nie dort war in die Abruzzen, unbedingt hinfahren und Peter Richtinger alles richtig gemacht. Ciao, Papa. Danke sehr. Grüß euch. Ciao.